christliche Mission ist nichts anderes als lebendige Gegenwart des Herrn in Gestalt des Zeugen. Christliche Mission ist nichts anderes als die Gegenwart von Jesus Christus in denjenigen, der ihn bezeugt. Und das heißt, dass die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der Mission davon abhängt, wie tief meine Verbundenheit mit dem Herrn ist. Jede christliche Mission beruht auf drei Überzeugungen. Die erste ist, dass Gott die tiefste Bestimmung des Menschen ist und nur er seine tiefste Sehnsüchte erfüllen kann. Gott, du bist unser Ziel, haben wir im Öffnungsgebet heute geredet. Nicht der Christ ist die Überzeugung, dass die Antwort auf die Frage, warum wir Firmen bauen und Musik schreiben und uns besaufen, darin besteht, dass letztendlich in uns ein Loch in unserem Herzen ist, das nur einer erfüllen kann. Und dass unser ganzes Sehnen und Suchen und Ringen darum, eine Antwort auf diese Frage, was da tief in meinem Herzen ist, nach was suche ich da eigentlich, dass die Antwort auf diese Frage Gott heißt. Also das ist die erste Überzeugung. Die zweite Überzeugung, dass der Weg zu Gott über Jesus Christus läuft. Es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden sollen, heißt es in Apostelgeschichte. Und dritte Überzeugung ist, dass die Rettungsaktion Gottes für die Welt Kirche heißt und damit jeder von uns ist. Das heißt, wir haben keine Mission, wir sind eine Mission. Wir warten nicht darauf, dass irgendwie Gott jetzt irgendwas bewegen wird, sondern wir sind die Bewegung Gottes. Jesus Christus ist die Leidenschaft Gottes für die Welt und wir sind berufen, letztendlich an seine leidenschaftliche Liebe für jeden einzelnen Menschen teilzuhaben, uns umformen zu lassen, uns durchdringen zu lassen von dieser Liebe, weil wir überzeugt sind, dass wer Gott nicht gibt, gibt zu wenig. Und es ist natürlich schön, Dinge zu geben, aber der Mensch ist geschaffen für mehr. Er hat eine Sehnsucht nach mehr. Nur das Unendliche kann sein Herz stillen, letztendlich. Und davon sind wir halt überzeugt. Und deswegen lohnt es sich, für den Menschen zu kämpfen, dass er die beste Vision seiner selbst werden kann. Deswegen lohnt es sich, sogar Leiden auf sich zu nehmen, um das Leiden eines anderen zu weniger zu machen. Deswegen lohnt es sich, dass ich versuche, einen anderen Menschen so anzuschauen, dass er etwas von Gottes Blick auf ihn durch meine Augen erkennen kann. Dass er erkennt, wie groß und wie wunderbar er ist in Gottes Augen, egal was für eine Hautfarbe er hat, egal was für einen Gender er hat, egal was irgendwas ist. Nicht? Es lohnt sich, für diesen Menschen zu ringen, nicht ihm zu helfen, an sich selber wieder zu glauben, wenn er nicht mehr an sich selbst glauben kann. Dass er versteht, du bist Königssohn, du bist Königstochter. Du hast eine unfassbare große Würde, weil Gott selber für dich sein Leben hingegeben hat, weil er dich liebt. Weil du nicht einfach ein Produkt des Zufalls bist, das irgendwo auf das Land dieser Welt geworfen ist, um irgendwann mal geboren zu werden und irgendwie aufzuwachsen in irgendeinem kulturellen Kontext und dann irgendwann mal dich zu verlieben und eine Familie zu gründen und irgendeinen Job zu finden und dann irgendwann mal, wenn du in deinem Ruhestand endlich bist, deine Schulden abgezahlt zu haben und dein Haus endlich abgezahlt zu haben und dann irgendwann mal krank zu werden, zu sterben und dann, das war's dann. Sondern es lohnt sich, weil wir überzeugt sind, dass der Mensch Abbild Gottes ist und dass er eine Berufung hat, an seinem Leben teilzuhaben, dass er berufen ist, in dieser Freundschaft Gottes zu leben für alle Ewigkeit. Und das macht aus dem Menschen so etwas unfassbar Großes und Wunderbares und Herrliches. Und deswegen ist der Christ überzeugt, dass es nicht wurscht ist, wie es diesen Menschen, der vor mir steht, geht. Und dass es sich lohnt, für sich ihn einzusetzen, gerade für diesen Menschen. Weil er überzeugt ist, dass das Gegenseite von der Liebe nicht so sehr der Hass ist, sondern die Gleichgültigkeit. Es ist mir egal, was mit dir los ist, was mit dir passiert. Und weil es uns nicht egal ist, deswegen leben wir Mission. Jetzt gibt es aber ein paar Hindernisse.
es gibt so eine Art, so ein paar Missionskiller, wenn man so will. Missionszerstörer. Und die begegnen uns heute im Evangelium. Nicht Jesus sagt uns, es gibt drei Dinge, die den Menschen irgendwie einengen, die ihn nicht erlauben, sich zu entfalten. Nicht denjenigen, der Zeuge ist von diesem Wort und auch nicht derjenige, der dieses Wort empfängt. Es sind so Art drei Grundaspekte oder Grundversuchungen des Menschen, die immer wieder kommen, die überall sich irgendwie einspielen. Und die erste, und das ist interessant, dass Jesus damit anfängt, weil in den Versuchungen in der Wüste, die drei Versuchungen, wo es um die drei gleichen Themen geht, ist es eher andersrum präsentiert. Vielleicht, weil es dort mit den leichtesten anfängt und den schwierigsten aufhört. Hier fängt Jesus mit den schwierigsten an. Und das erste ist der Stolz. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Jesus spricht hier zu den Pharisäern. Er endet auf einmal seinen Stil. Nicht so sehr so, dass die Jünger zu ihm kommen. Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Ich hatte vorher im Matthäus-Evangelium nicht so sehr, hat mir auch ein paar Gleichnisse erzählt, aber nicht so viele. Hier hat er 8 Gleichnisse hintereinander, so maschinengewehrmäßig fast, nicht? Und er redet zu den Pharisäern, die sich stolz wären, die das Wort Gottes nicht hören wollen, die einfach sich schließen zu diesem Wort, die ihre Augen schließen, ihre Herzen schließen, die es nicht an sich heranlassen. Und der Stolze ist halt derjenige, der seine Sicherheit und seinen Selbstwert und seine Identität sucht in sich selbst. Oder vielleicht besser noch als in sich selbst. Er sucht es in ein Bild, das er von sich selbst in den Wolken gemalt hat, das er nicht wirklich ist, aber sehr gerne sein würde. Nicht? Es sind die Erwartungen, die er an sich selbst stellt. Es ist das Bild, das von er sich selbst geschaffen hat. Und das betet er an. Und das ist, was ihn seine Identität gibt. Und deswegen ist es der Stolze, der muss immer alles unter Kontrolle haben. Alles kontrolliert haben. Alles irgendwie schaffen können. Nicht er ist derjenige, der seinen Halt sucht in seiner eigenen Leistung. Ich bin wer, wenn ich was leiste. Deutsche Wirtschaft, die, wie wir oft auch so oft hier in diesem Raum hier schon erwähnt haben, nicht, die verliert zwischen 1 und 4 Milliarden Euro jedes Jahr, kommt darauf an, welche Studie man liest, wegen Burnout. Und das ist ein kompliziertes Thema, aber sehr oft ist es ja auch deswegen, weil Menschen ihren Halt suchen, und nicht nur ihren Halt, sondern ihre Identität in das, was sie leisten, das, was sie tun, das, was sie schaffen. Ich bin meine Leistung. Und das ist nicht nur ein kleines Problemchen, sondern es ist ein existenzielles Problem, weil meine Identität davon abhängig ist. Ich bin, was ich leiste. Und deswegen ist es der Stolze auch sehr oft, der sehr oft frustriert ist, fast paradoxerweise, nicht? Weil er scheint der andere, ich weiß genau, wo ich hin will und was ich schaffen will und was ich erreichen will. Aber auf der anderen Seite ist der Stolze derjenige, der oft frustriert ist, weil er merkt, dass diese Statue, der von sich selbst eine Wolken gebaut hat, 7-mal im Tag in die Luft gesprengt wird, weil der Gerechte 7-mal am Tag fällt, sagt die Heilige Schrift. Und dann bin ich frustriert und griesgrämig und traurig, aber nicht, weil ich Gott verletzt habe oder jemand anders, sondern weil ich mich selber verletzt habe, weil ich nicht so vollkommen bin, wie ich es eigentlich gerne hätte. Und das Problem ist mit dem Stolz, dass es sich noch tarnt als Demut. Ich bin so furchtbar, ich bin nichts wert. Nicht dieser Komplex des hässlichen kleinen Entleins. Ich bin so, ich kann gar nichts. Nicht? Aber eigentlich dahinter, diese Entmutigung ist nicht eine Liebe, sondern es ist ein Stolz. Ich kann nicht annehmen, dass ich schwach bin. Und warum ist das problematisch in der Mission? Weil in der Mission wird der andere, der vor mir steht, zu einem Objekt. Er wird zu einer Art Projekt. Der andere ist mein Projekt und check, ich habe mal wieder näher jemanden zum Glauben gebracht. Nicht? Man fühlt sich gut, weil der andere ist mein Versuchskaninchen, ein bisschen, das würde man nie sagen. Und vielleicht sich selber nie wirklich so richtig zugeben. Aber was passiert, ist, dass es mir nicht wirklich um den anderen geht, sondern um mich selbst. Nicht? Ich möchte mich selbst hier bestätigen und beweisen. Nicht? Es geht hier nicht darum, um die Wahrheit, ein gemeinsames Ringen um die Wahrheit, sondern es geht, wer ist hier der bessere Debattierer? Wer kann sich besser behaupten? Und das ist Gift für jede Mission, weil der andere natürlich das riecht von einer Meile weit weg. Und ich merke, was du sagst mir, Gott hat was mit Liebe zu tun, was du gerade machst mit mir, hat nichts mit Liebe zu tun. Ich war vor kurzem irgendwo bei einer Party und da war jemand, nicht der auch, nicht jedes Mal, wenn ich zu Christen komme, fühle ich mich total verurteilt. Sagt, das kann nicht sein, das kannst du nicht sein.
Also erste Problem ist der Stolz. Das zweite Ding ist die Eitelkeit. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln. Sobald er um des Wortes willen bedrängt wird, kommt er sofort zum Fall. Das Bedrängnis von außen, von anderen Menschen, das bringt ihn zu Fall. Er hat keine Wurzeln, nimmt es freudig auf. Die Eitelkeit ist derjenige, der seinen Halt und seine Sicherheit und seinen Selbstwert sucht in andere Menschen. Vor allem von das, was die über mich sagen oder meinen oder halten. Und da baue ich eine schöne Fassade um mein Haus herum. Das bin ich nicht wirklich ich, aber ich möchte das nach außen projizieren, dass andere das von mir denken. Und das ist etwas, was zu unglaublichen Stress führt, weil ich ja ständig von einer Seite des Hauses laufen muss, um diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und ich bete an, letztendlich die Meinung des anderen, Anerkennungssucht, Bestätigungssucht, Geltungssucht und Menschenfurcht. Für die Mission ist das Gift. Warum? Weil ich dann der Heilige Geist vielleicht mich anschubsen möchte und sage, hey, sag doch mal etwas zu denen. Ich, denen geht's echt schlecht heute und vielleicht könntest du, und das ist jetzt total peinlich, wenn ich den, also was wird ihr jetzt meinen von mir nicht? Und da hat man Angst, weil was könnte jetzt der andere sagen, nicht? Oder dieses das Beispiel, was ich vor ein paar Wochen, glaube ich, mal gebracht habe, nicht? Das, man ist in einem Restaurant anstatt jetzt einfach authentisch zu sein und sagen, okay, ich sage ein kleines Gebet, bevor ich esse. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, nicht? Dann schaut man eher nach links und nach rechts und dann kratzt man schnell seinen Bauch, nicht? Und hofft, das hat niemand gesehen, dass das jetzt ein Kreuzzeichen hätte sein sollen. Und ich möchte das nicht belächeln, weil ich weiß, wie unglaublich, ich habe auch erzählt vor ein paar Wochen, für mich fällt es noch so schwer. Ich habe mir einen Priesterkollar an und sage, hey, du hast dich eh schon verraten. Du musst jetzt nicht etwas verstecken und noch so tun als... Und doch ist diese blöde Menschenfurcht, diese Guillotine der Heiligen, die uns nicht erlaubt, frei zu werden, einfach frei zu sein. Wir werden gelebt von den Meinungen von anderen Menschen. Wir werden gelebt von anderen. Das ist keine Freiheit. Nicht, das ist so ein innerer Zwang. Wir sind dann in Zwangsjacke, nicht? Du musst in die Gruppe reinpassen, du musst so. Und das ist einfach schwer, dann einfach authentisch von meinem Glauben auch Zeugnis zu geben, weil ich Angst habe. Nicht, was werden jetzt die anderen denken? Und da fehlt die innere Freiheit, diese Freiheit der Kinder Gottes, das einfach so ansteckend dann ist. Und dann die dritte Schwierigkeit oder Missionskiller ist die Sinnlichkeit, ein bisschen breiter hier verstanden, als vielleicht manchmal auf Deutsch verstanden ist. Ist halt derjenige, der seinen Halt und seine Sicherheit und seinen Selbstwert jetzt nicht so sehr sucht in sich selber oder in anderen Menschen, sondern in Dingen oder manchmal auch Dinge von mir, also so innere Dinge, wie zum Beispiel meine Gefühle, meine Emotionen. Und dann fühle ich mich schlecht und dann muss ich irgendwas machen, wieder gut zu fühlen. Zum Beispiel, ich gehe zum Kühlschrank oder ich gehe zum Internet oder man schaut vielleicht irgendwas an, das nicht so toll ist, weil ich eben, oder ich mache sogar Lobpreismusik und nichts gegen, also wir lieben Lobpreismusik und es ist gut, dass es uns manchmal wieder erhebt, aber ein Problem ist, wenn ich sozusagen, ich nur funktionieren kann, wenn ich mich gut fühle gerade. Und da muss irgendwas schlecht mit mir sein, wenn ich mich nicht gut fühle. Und warum ist das schwierig für dann ein Problem für die Mission? Weil wer hat Bock, bitteschön, an einem Sonntagabend zum Donaukanal zu gehen und nicht nur Bier zu trinken, sondern irgendwelche Leute irgendwie anzuquatschen oder irgendwie mit ihnen ins Glaubensgespräche zu kommen? Wer hat Lust dazu? Ja, niemand. Ja, das ist nicht so mein Ding. Ja, es ist das Ding von niemandem. Nicht, das macht keinen Spaß. Das ist ja der... Aber Liebe macht kein, es ist nicht immer einfach, nicht? Liebe ist nicht immer einfach. Liebe kostet manchmal das, nicht? Also was Jesus da gemacht hat am Kreuz war auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, danke Leute, es ist so schön, dass ihr hier ans Kreuz geschnagelt habt, ist echt geil. Nein! Und das heißt, also die Liebe, wenn ihr mich liebt, dann tut, was ich euch auftrage. Und was tragt uns auf? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, und da brauchen wir halt echt Hilfe von ihm, nicht? Da müssen wir ihn immer wieder neu bitten. Also jetzt vielleicht, was wären so, also das sind Missionskiller, jetzt noch ganz kurz ein paar Missionsverstärker. Und das erste ist,
Streue. Ein Seemann ging hinaus, um zu säen. Und da fand ich so ein schönes Bild, das hat hier jemand, vor ein paar Tagen, wir waren in Gespräche über das Evangelium, und ich habe noch nie so das so angeschaut, aber dieses Evangelium mal zu sehen, schau mal auf den Seemann, was macht er denn? Und das ist so schön, nicht, weil der Seemann eben nicht geht, und ganz vorsichtig, nicht, da tut man mal eine Samen und dann das nächste Samenstück 10 cm weiter und das nächste Samenstück 10 cm, nur einen guten Boden, nicht, und aufpassen, die Dornen da und die Steine da, also nein, ganz vorsichtig, ein Stück. Was macht der Seemann? Nicht, und es fliegen nur die Samen durch die Luft, nicht, in alle Richtungen. Und ich habe leider vergessen, den Jesse gestern zu fragen, weil er gerade mit Dreschen war. Ich wollte ihn bitten, dass er, und das wäre jetzt so ein cooler Effekt gewesen, so richtig durch den Raum den ganzen Saat zu schmeißen. Ich habe gedacht, ich mach's mit Reis, aber das, ja, wäre nicht so cool gewesen. Aber der Punkt ist halt, Gott ist nicht spärlich, wenn er sät, nicht, er macht, es geht einfach überall, und das ist was die Einstellung eines Missionars ist, das, nicht, ich, es ist nicht, okay, was werde ich morgen geben, wenn ich heute schon alles gegeben habe, so, es ist nicht kalkulieren, die Liebe kalkuliert nicht. Sie schenkt einfach. Sie teilt einfach aus. Und sie kalkuliert auch nicht und denkt, fällt es jetzt auf den Dornen, fällt es jetzt auf den steinigen Boden, stellt es. Nein. Dass das Samen aufgeht in den Menschen, das ist nicht mein Bier. Das ist sein Problem. Und er hat viel mehr Interesse an jedem einzelnen Menschen in diesem Raum und in dieser Stadt, als jeder eins von uns jemals haben könnte. Gott ist unendlich mehr interessiert an jeden einzelnen Menschen, an mein Leben, als ich es selber jemand sein könnte. Also das ist sein Problem. Aber ich bin eingeladen, auszusehen. Nicht, das ist mein Auftrag. Und da bittet er mich, mitzumachen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist einfach dieser Glaube, nicht dieses, die Leiden dieser gegenwärtigen Zeit bedeuten nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die in uns offenbar werden soll. Also dieses Bewusstsein, es geht um die Herrlichkeit. Der Mensch ist berufen zur Herrlichkeit. Und das, was wir den Menschen anbieten, ist etwas Großartiges. Es ist nicht ein bisschen, möchtest du das von mir abkaufen? Das heißt, Glaube, ich bin selber nicht wirklich wahnsinnig davon überzeugt, ob es irgendwas dient, oder ja oder nein, nicht, aber hier, ich würde es gerne, kann ich dir etwas darüber erzählen? Nein, es ist eine tiefe Überzeugung, dass es um etwas ganz Großartiges geht. Und nicht nur das, und das ist jetzt der schwierige Punkt, nicht sehr politically correct, weil der Paulus wieder das betont, hey, es geht um das ewige Leben. Und wir wollen Menschen den Weg dafür, also ein bisschen mitmachen, dass sie diesen Weg finden können, weil es gibt auch die andere Möglichkeit. Das ist eine reale Möglichkeit. Und fast für mich sogar als Priester hier vorne, ist es fast peinlich, oder ist es Menschenfurcht, die Versuchung, diese 80 Stellen in der Bibel, wo Jesus spricht von einem möglichen Nein zu Gott in aller Ewigkeit, was wir auch Hölle nennen, einfach rauszureißen, nicht? Irgendwie rauszureißen aus unserer Bibel, weil es halt unangenehm ist, darüber zu sprechen. Und doch ist es so etwas Unglaubliches, weil ich dann auf einmal merke, okay, es ist nicht wurscht, ob du Adolf Hitler heißt oder Mutter Teresa von Kalkutta. Nicht? Jemand war nicht einverstanden. Nein. Also es ist nicht egal, wie wir unser Leben leben. Nicht, dass es immer etwas geht. Und dass das nicht nur ein Spiel war, sondern dass er, Jesus, uns wirklich von was erlöst hat. Nicht? Und das, gerade wenn es so mühsam ist, wenn mir etwas, ja, ich möchte jemandem helfen, diese Herrlichkeit zu finden. Und dann das allerletzte ist das Vertrauen. Das Wort, das meinen Mund verlässt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, nicht, was der Wolfgang am Anfang der Messe hat. Diese Kraft des Wortes Gottes. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis. Christliche Mission ist nichts anderes als lebendige Gegenwart des Herrn, dieses Wortes in der Gestalt des Zeugen. Und das heißt, je mehr wir verwandelt werden in diesem Wort, das Jesus ist, je mehr wir erlauben, dass dieses Wort mich verwandelt, mein Herz verwandelt, dass es immer mehr der Liebe entspricht, dass diese Liebe
seine Liebe uns immer mehr verwandelt in ihm, sodass wir auch diese Liebe ausstreuen können über andere Menschen, weil es nicht mehr meine Liebe ist, sondern seine in mir. Und das ist, was dann überzeugen wird, nicht? Weil das hat dann die Kraft, weil es, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, weil es nicht mehr ich bin, sondern er durch mich. Ja, beten wir da füreinander, beten wir für diesen Sommer, für die ganze Aktion, von wir, wo wir ein bisschen mitmachen dürfen, gemeinsam, denn auch den Wolfgang ein bisschen zu unterstützen, mit dem X-Lab, aber auch unser Alltag, nicht alle unser Leben, es soll ja nicht nur dieser Sommer sein, diese 2 Monate, sondern wo auch immer der Herr uns hintreibt, dass wir einfach authentische Zeugen sind. Nicht? Und manchmal sind es so einfache Dinge. Nicht? Vorgestern hat jemand erzählt, ich habe immer so Angst, irgendwie über den Glauben zu reden und so, und dann habe ich einfach mal den Herrn gebeten, gib mir mal die Gelegenheit, nicht? Und am nächsten Tag war schon eine mega Gelegenheit, weil, also es ist ein gefährliches Gebet, nicht sowas zu beten. Also bitte gib mir mal die Gelegenheit. Aber ja, es ist schön, wenn wir es versuchen. Und der Herr gibt uns die Kraft, also keine Angst. Amen. Amen.